Hunderte Fackelträger zogen durch die Stadt hinaus zur historischen Stätte einer leidvollen Vergangenheit, zum Steinbruch von Ebensee, in dem während der Nazizeit die Menschenwürde zertreten und die Freiheit versklavt wurden. An dieser Stelle ermahnte Alfred Ströer, der Sekretär des ÖGB, die jungen Gewerkschafter immer und überall dafür zu kämpfen, dass Terror und Gewalt keine Macht mehr über unser Land und unsere Menschen gewinnen.